Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu Subsistence in einer Koop-Stellung. Hallo. Hallo. Oh, scheiße, Bär. Renn. Einen wunderschönen guten Morgen. Ah, und Wolf. Ja, wie man hören kann, wir sind heute zu viert in Subsistence. Ja. Wir müssen uns natürlich noch finden. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wo wir sind. Na gut. Du hast gesagt, du bist an einem See. Ich bin jetzt auch gerade an einem See. Ich auch. Der See ist halt riesig, ne? See mit Fluss. Genau. Ist da zum Beispiel in deinem See, ist da eine Insel drinne in der Mitte? Ganz weit weg, ja. Ganz weit weg. Also du siehst eine Insel, der musst du ja bei mir in der Nähe sein. Also ich bin am Ende vom See. Da ist alles so ein bisschen trockener. Das ist ein bisschen rechts von dem Flusseinlauf. Okay. So, nicht rechts, das ist im Osten vom See. Ich bin am Ostende des Sees. Am Ostende des Sees, dann müsstest du da sein, wenn du an dem See bist. Weil der andere See, der hat nämlich keine Insel in der Mitte. Ja, genau, an dem bin ich da. Oh, der ist so leise. Jetzt habe ich das Mikrofon in meinem Mund. Guten Appetit. Dafür. Hey, Luca, wir hatten uns mal gesehen. Ja. Und jetzt habt ihr euch wieder verloren? Ja. Das ist blöd. Es gibt aber auch keine Koordinaten. Wie habt ihr euch verloren? Dass wir zwei am gleichen See sind. Oh, ich werd bedroht. Wenn. Und es schreit wie Sau. Ja, dann lauf, wenn er schon schreit. Es schreit dich an. Kann Wolf schwimmen? Ja, kann er auch schwimmen. Bloß nicht ins Wasser, die sind schneller. Im Wasser sind sie schneller. Die Bären können auch schwimmen. Suizid gemacht. Ja. Alle Tiere können schwimmen. Ja. Gut. Na super. Also ins Wasser. Wasser ist keine Flucht vor den Wildtieren. Nur draußen. Ich bin tot. Oh. Das geht schnell. Mit einer Meldung? Das, nee, der ist Level 3, der hat schon eine Angst getötet. Nee, wenn er Level 3 ist, das ist teilweise normal. Ah, ich hab nicht gedacht, die Level hält dich nur auf, wird die ja immer töten. Imp, wenn du da bei dir irgendwo bist, wenn du hochläufst, so einen Berg hoch, bist du denn an einem Zaun? Zufällig. Ich bin an einem Zaun. Was? Zaun? An welchem Berg soll ich jetzt hochlaufen? Ich bin jetzt am See. Ja, genau. Und da ist jetzt, wenn du auf der Ostseite bist, kannst du da ja so eine Steige hochlaufen. Das ist ja steil. Aber jetzt bin ich in die andere Seite. Also ich bin jetzt nach Westen gelaufen. Ja, ich glaube, du bist an dem anderen See. Ich glaube, ich... Ich sehe auch keine Insel mehr. Das war wahrscheinlich ein Renderfehler. Schön, wie dieser Zaun einfach schwebt. Ja, ich glaube nämlich, du bist schon am richtigen See. Du musst den See einfach nur mal... außen herumlaufen am See entlang. Da kannst du sagen, kann es sein, dass du Melle schon findest. Okay, dann bis jetzt sehe ich noch umrunde ich den See. Da schwimmt einer, oder? Ja, ich schwimme gerade. Ich komme. In welche Richtung soll ich einfach? Sag's mir doch. Einfach geradeaus weiter schwimmen. Halt, warte. Ja, so, in die Richtung. Ah, jetzt sehe ich dich, okay. Das ist unser Plätzchen. Das ist ein gutes Plätzchen. Dann bin ich Plätzchen. Doch nicht falsch. Ja, Luca, du musst dann nach Westen über den Fluss und dann weiter. Nee, das bringt Luca nichts mehr, der ist gestorben, der spawnt wieder random. Ja, so. Im hinteren Eck von der Map. Okay. Hallo, Melle. Hi. Das ist unser Plätzchen. Gerade aus. Problem ist, ich habe noch nicht viel zustande gebracht. Du siehst gut aus. Gell? Richtig fit. Ich bin gerade dabei, Holz zu hacken. Hast du deine Fußnägel weiß lackiert, wenn ich fragen darf? Ich habe keine Ahnung, ich sehe die doch nicht. Ich kann mich selbst nicht sehen. Sieht aus, als hättest du sie markiert. Lackiert. Markiert. Also ich will gerade Holz hacken und gucken, was hier so in der Gegend ist wieder. Ich habe Karotten gefunden. Nimm mit. Ich helfe dir. Einfach Holz hacken, ne? Ja, wobei, den habe ich schon, da kommt jetzt nichts raus. Holzhacken, Schrott sammeln, Nägel sammeln, damit ihr die BKE setzen könnt. Guck mal da. Guck mal, dieses Teil hier, was da vor mir steht.
Die brauchen wir ganz dringendst. Fasern. Genau. Also wenn du die so sehen, die auspflückst, davon brauchen wir wirklich Mengen. Das sind so Setzlinge also. Ja. Und guck mal, da vorne steht auch was, was ich da... Am Anfang habe ich nämlich nicht verstanden, was da ist. Das ist ein Bär. Ja, ja. Ich sehe ihn. Der läuft aber andere Richtung. Gut. Da ist eine Kiste. Der Wolf an der Kiste. Okay, da waren ein paar Nägel. Guck mal, dieser Baum, der wo so krüppelig aussieht, ja. Da gibt es Würmer. Und die Würmer brauchen wir zum Angeln, aber da ist der Bär mir zu nah dran. Ja. Da gehe ich jetzt einfach mal später nochmal vorbei. Da hatten wir den Bär noch nicht anlegen. Den hatte ich jetzt nicht vor. wir setzen unser Camp also hier am Ufer auf, oder? Ich zeig dir wo. Jawohl. Das ist nämlich eine gute Stelle auch zum Angeln nachher. Ja. Wir sind immer hier und dann geradeaus auf den See drauf. Wir leben auf dem Wasser. Ja. Und ein Häusle steht vorne auf der Erde, also hier, weil die Bohrer im Wasser nicht bohren können. Aber unsere Hauptbase ist auf dem Wasser. Okay. Oh, Bär, 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 Bär. Und bloß gucken. Guck mal, hier kriegen wir auch was. Guck mal, diese Pflanze kann man auch pflücken. Das sind Heilkräuter. Okay. Nimmst du es mit? Ja, gern. Soll ich dir mal mein Zeug geben, was ich schon habe? Das ist, glaube ich, sinnvoller jetzt. Nee, gar nicht. Ich kann damit gerade noch nichts anfangen. Weil wenn wir den Tab öffnen, mit der Tab, unser Ding, gehen dann auf das Häuschen. Ja. Dann siehst du da, gleich das erste Bild ist die Basiskontrolleinheit, die BKE. Ja. Davon beziehen wir Strom und können erstmal uns aufbauen. Damit wir die aber aufbauen können, im dritten Bild ist ein Holzfundament und genau unten drunter ist ein Holzwand. Diese drei Teile brauchen wir als allererstes, wenn einer stirbt, dass er immer wieder heimfindet. Und wenn wir draufklicken, als Holzfundament, dann brauchen wir 5 Bretter. Habe ich 1? 12 Nägel und 2 Tauwerke. Da habe ich das. Okay. Holzbretter kriegt man von Holz. Die könnte ich herstellen. Und zwar... Wenn ein Tauwerk herstellen, so. Genau, kannst du jetzt, weil du hast die Teile dazu eingesammelt. Du Wo ist denn das jetzt? Beim Hammer. Hammer. Das Haus ist den Hammer? Ja, das habe ich hergestellt, aber jetzt habe ich nichts im Inventar. Das dauert noch geschwind, bis es hergestellt ist. Jetzt, okay. Okay, dann brauche ich noch ein Seil und 4 Bretter. Okay, dann mache ich Bretter kann ich noch herstellen. Tauwerk. Und dann haben wir schon mal das Fundament. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Seil und Tauwerk. Ja, Schatzi? Ja, Seile kriegst du nachher aus Pumas, da musst du Sehnen verfangen. Genau. Okay. Luca, wo bist du denn ungefähr gerade? Ich schmeiß dir mal das Tauwerk raus. Jawohl. Kann man mal weiter dauern. Da müssen wir aufpassen, kommt ein Wolf. Gehen wir weiter rüber. Ja, mach dir keine Sorgen, ich bin auch noch weit entfernt von dem Platz. Oh, da kommt ein Wolf durchs Wasser, gell? Aber das ist irgendwelche Störgeräusche. Wo denn? Wasser. Ich sehe keinen im Wasser. Ich habe nur einen im Wald schon gesehen. Ja, direkt voraus. Okay, das ich hab euch, Oder ist das ein Schwein? Stehen bleiben, Hände hoch. Und ich sehe gar kein Tier im Wasser. Aber ich habe einen Wolf vorher da an der Wiese gesehen, wo wir gestanden haben. Okay, also, was hast du jetzt hergestellt? Die Tauwerke? Wie viele Bretter brauche ich noch? Holz habe ich gesammelt. Warte, ich gebe dir Holz. 3 Bretter noch. Das sind 9 Hölzer. Ich gebe dir Holz. Moment. Hier. Mhm. So, jetzt kann ich... Bretter? Ach, guck mal, da hinten rennt einer. Ja, ich hab das dabei. Oh, ja, ich bin wie immer der Letzte hier. Aber du kennst dich auf der Map schon aus. Ja, ich bin schon am Sachen sammeln. Müsste aber eigentlich bald da sein. Okay, also der ist gleich da. Wieder Nägel. Weil sobald ich das Fundament habe, dann haben wir keine Nägel mehr. Nägel haben wir. Also ich habe gar keine Nägel einsammeln können. Ich war einfach zu wenig unterwegs bis jetzt.
Ja gut, also das Fundament haben wir. Dann das baust du doch gleich. Das dauert noch mit dem Herstellen. Okay. Dann versuchen wir aber erstmal Feuer mit drauf zu packen. Okay. Warte, wie bin ich denn gelaufen? Vollhorst, okay, alles klar. Schatzi, wie machen wir nochmal das Lagerfeuer? Draufklicken und wirst so gucken. Schmeißt du jetzt hier rum? Ich muss doch. Hä? Ich muss doch das ersparen, oder nicht? Nägel. Lagerfeuer musst Stöcke. Du bauen, natürlich. Aber wo? Im Inventar. Soll ich den Anzünder bauen? Aber wo? Im Inventar dem unter dem Hammer. Nee, da habe ich Feuerstarter-Kit, aber kein. Ah, doch, hier Lagerfeuer. No. Mutti, soll ich das Starter-Kit bauen? Ich habe nämlich was dafür. Ja, wenn Impfgimp das Fundament hat, dann kann er das Fundament hier auf der Ebene hinstellen. Ja, aber wie kann ich das auswählen? Das ist in meiner Taskleiste, aber ich wechsle immer nur zwischen Axt und... Ah, jetzt. Siehst du das? Nee, nur wenn du es hinstellst. Kann man das wieder aufheben? Nein. Ja, dann stell du es doch... Nein, das kannst du nicht wieder aufheben. Ja, aber dann stell du es bitte hin. Du weißt, wie... Okay. Und darauf bauen wir dann das Feuer, Lagerfeuer. Und den anderen habe ich. Ich brauche noch Stöcke. Wie kriegt man Stöcke? Einfach ich kann dir welche geben. Vier Stück? Ich habe zwei, aber ich kann noch mal was machen. Schatzi, soll ich das Fundament ein bisschen höher machen oder niedrig? So, dass du noch drauf hüpfen kannst. Okay. Ja. So. Ist. So, dann bauen wir. Wer hat Holz? Nee, gerade nicht. Aber ich habe Anzünder und. Ich habe hier noch. Warte, ich habe was, um es anzuzünden. Ja, wir müssen erstmal bauen, das Lagerfeuer. Das mache ich gerade. Ah, okay. Und ich zünde das komplett an. Ja, also in die Mitte oder an der Ecke oder? Mach's mal hier in die Ecke. Dann ist die aus dem Weg. Huch, was liegt denn da? So, ich habe Holz rausgeschmissen. Achso. Okay. Ist drin. Und man kann Dinge nur anfassen, wenn der andere nicht drauf guckt. Brennstoff ist drin. Von anderen Spielern benutzt. Brennstoff habe ich alles dann gefüllt. Okay, das heißt, wir könnten es nachher anzünden, wenn uns kalt wird. Dann brauchen wir jetzt Holz für die Wand. Und vielleicht bringt uns Imp noch Nägel mit. Vielleicht finden wir noch was. Brauchen wir die BKE noch, ne? Strider. Ja, wir brauchen eine Wand und dann eine BKE noch. Okay. Ja. Vielleicht können wir da unsere Sachen zusammenschmeißen, was jeder so gefunden hat, um die Sache das jetzt herzustellen. Ja, hier wie ist denn das, wenn ich ein Baum fällt, das Zeug, das mir entgegenfliegt, das nehme ich automatisch auf, oder? Ja. Ja. Genau. Und sobald ein rotes Kreuz kommt, kommt nichts mehr raus. Kommt nichts mehr raus. Okay. Trinkt das Wasser nicht pur. Wir müssen es erst abkochen. Ich weiß, was passiert. Ist nicht schön. Holz brauchen wir denn so insgesamt? Viel. In dem Spiel braucht man sehr viel Holz. Das ist der Wahnsinn, was hier verloren geht. Scheiße. Also muss ich mir irgendwann eine Kettensäge zulegen. Vorsicht, da hinten ist ein Bär, wer auch immer da hinten rennt. Das bin ich. Und so einen nackten Baum immer mitnehmen wegen den Laufen. Okay. Bist du gestorben? Ja, ich habe ihn umgejagt und dann war meine Ausdauer weg und der Wolf war hinter mir. So. Ups. Ein Huhn. Ja. Warte mal, wo ist denn jetzt mein Totenkopf? Da. So, meine Sachen wieder. Weil ich war nämlich schon fast bei euch. Ah, okay. Einmal sterben. Wir haben das dann angezeigt. Ja, dann siehst du so einen Totenkopf. Aber der ist manchmal nicht so einfach zu sehen, weil der nur so ganz leicht schimmert. Wenn du in der Nähe zum Beispiel vom Schneegebirge gestorben bist, dann ist das ganz schwer zu finden. Hat er das jetzt nicht angepasst? Laut Changelog hat er da irgendwas gemacht. Beide Seiten werde ich bedroht. Beide Seiten werde ich bedroht. Ganz schnell weg.
Wenn du auf Ding klickst, auf Tab, siehst du unten in der rechten Ecke, wie es mit deinem Essen, Trinken, Fleisch und Gemüsezustand aussieht. Man sollte schon gucken. Also gelb ist so mittelmäßig, orange wird schwierig, rot ist total beschissen. Ja, dann bin ich zwischen beschissen und schwierig. Okay. Kennen wir. Ja, aber das liegt an mir. Das liegt nur an dir, nicht an mir. Ja. Am Anfang ist das echt schwierig. Naja. Ich hab da was hingeworfen. Da liegt doch was. Was liegt denn da? Ja, das habe ich dir hingeworfen. Das Essen. Danke. Zum Auftreiben von der. Da, ja. Oh ja. Oh, ein Wolf. Okay, ich versuche mal eine Angel zu bauen, damit wir doch relativ zügig essen können. Luca, hast du Metallschrott? Ja. Wie viel brauchst du denn? Ich brauche 3 Metallschrott. Eins. Oh, wir können das direkt geben. Und so viele Fasern, wie du hast. Ich brauche gegen 7 Stück. Ey, scheiße, nicht. Genau. Nein, den will ich nicht noch haben. Den legst du dich schon wieder an? Nein. Ich umrunde sie nur gerade etwas, ein bisschen blöd. Oh ne, jetzt hat er mich noch. Oh, oh ne, da ist noch einer, warte. 6 Stück. Ziehe immer wieder einen Hasen, kann ich den einfach 6. erschlagen? Wenn du uns kriegst. Versteckt sich bestimmt bei einem Bär oder so. Tauwerke. Wie viel Tauwerke kriege ich denn? Jetzt komm nach hinten. Oh, 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 oh. Einen. Okay. Und wie viel brauche ich? 6. Da ist er, den ich will. 2, 3, 4. Ah, ich brauche noch. Ich brauche noch Fasern. 2 Stück noch. Ich hätte einiges drin im Inventar. Warte. Ich habe meinen Rucksack gleich wieder. Ah. Waren das nochmal Fasern aus so kleinen Bäumchen, ne? Ja, die kleinen Bäumchen, das sind die Fasern. Okay. Aber wenn ich raustappe, dann könnte ich uns zumindest mal schon Fleisch besorgen. Ich bin nicht schlimm beim Raustappen. Muss nur so 2 Sekunden warten. Deswegen habe ich es im Fenstermodus. Ich hungere. Mein Bildschirm ist rot. Dann ess ein paar Bären. Irgendwas. Hast du irgendwas gefunden? Dann komm heim. Bei mir ist noch nicht ganz so schlimm. Wie kann man Bären finden? Blaubeeren. Blaubeeren, das sind so eine kleine Büsche mit blauen Pünktchen dran. Ne? Sind aber echt, mit blauen Pünktchen. Sind aber auch nicht oft zu finden. Okay, 2 Bären habe ich noch gehabt. Oh, nicht schon Feuer anmachen. Wenn wir nachher Feuer anmachen, dann... Jetzt wird es schon wieder Nacht. Komm nach Hause, das wird stockenduster. Aber wieso sind hier so viele Viecher? Mutti, ich habe hier noch Nägel für dich. Nägel? Ah! Ja. Das war sein Todesschrei. Nein, noch nicht. Oh, was mache ich denn heute hier, ey? Hallo, das ist die Farbe ändern. Grün. Ah, ich sehe Michi. Ja, ja, lauf, 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 lauf. Aber ich kann nicht mehr lange. Ja, ja, ich habe so einen kleinen Schluck gegen Bär. Nein, nein, nicht mit dem Bär ins Wasser. Nee, das hör auf. Aber hier rennt ein nächsten Bär entgegen, ne? Und ein Wolf. Na super. Ein Wolf und ein Bär stehen bei uns in der Nähe. Ganz ehrlich, ich springe mit der Klippe. Nein, mein Bär bin ich los. Macht einen Bogen, macht einen Bogen, macht einen Bogen. Ja, ja, jetzt komm runter. Wo ist er? Warte kurz, ich habe keine Ausdauer mehr. So, jetzt. Halte ich aber unten am Ufer, das geht. Ja, das geht.
Da kannst du auch ins Wasser rein. Dann bist du auch etwas weiter weg. Wenn sie anfangen zu knurren, dann solltest du deine Füße in die Hand nehmen. Ich sag doch, aber der Hase versteckt sich bei den Bären. Das war so klar. So, jetzt gucke ich gleich mal, was ich an Material habe. Luca, du hast eine Flasche, ne? Ja, genau, tue ich das. Ja. Genau. So, herzlich willkommen bei uns im Camp. Ja. Die hinlegen. Ja. Nee, die leuchtet ja nicht. So, was braucht ihr jetzt alles noch? Alles. Also. Eine Wand und BKE. Richtig? Ja, und ich brauche für meine Angel, damit wir schnell was zu essen haben, brauche ich unbedingt Tauwerke. Ich habe mal alles Sinnvolle vor dich geworfen. Okay, ich guck mal. Denke ich jedenfalls, okay. Mehr konnte ich jetzt nicht auftreiben. Also BKE kann ich bauen gleich, das ist kein Problem. Tauwerke. Hast du elektrische Bauteile her? Aus den Kisten bist du die. Wenn du trinken willst, Imp. Muss ich das wohl kochen? Okay. Ja, du musst deine Flasche auf die. Also, du musst Wasser schöpfen, Schatzi. Du kannst, glaube ich, am besten erklären. Mit Wasser füllen. Nein, nicht trinken. Du kannst aber auch mit der Maus über die Flasche und dann einfach E drücken. Das passt auch. Okay, und dann lege ich die Flasche ins Feuer, richtig? Genau. Cool. So. Jetzt mal Angel. Ich kann die Angel herstellen, Gott sei Dank. Schon mal einer gesagt, wie idyllisch das ist, da euch mit der Aurora, dem Mond, am Ufer. Gell, ne? Habt ihr Würmer gesammelt? Ich habe bisher nur einen bekommen. Dann gib her. Ich habe leider keinen bekommen. Oh, warte mal da. Ich habe noch Heilkräutersamen. Die hebst noch auf, die pflanzen wir nachher an, sobald wir Beete haben. Nichts. Samen nie wegschmeißen. Wohl, Herrin. Luca, hast du mir was hingeschmissen? Ich hätte schon. Hab ich dir doch alles hingeschmissen. Okay. Essen. So, warte mal. Bretter, okay. Bretter. Da. Oh, wie esse ich noch? Ah, ja, genau, so. Mit E. Hab's vergessen. Genau. Interessant ist es jetzt. Kann. Ich brauche nochmal Tauwerk. Einmal noch. Das heißt, noch einmal Fasern sammeln. Braucht jemand Bretter? Ich habe nämlich 9 Stück. Also die Angel habe ich schon. Es fehlt bloß noch eine Angelschnur. Brauchst du dafür noch Tau, ne? Ja, Schatzi, hast du Fasern gefunden? Ein paar, warte. Ich brauche nur einmal. Fasern oder Tauwerk? Brauche ich alles. Fasern? Tauwerk brauche ich auch. Also aus den Fasern würde ich Tauwerk machen. Ja, da sind Fasern. Ich baue jetzt gleich die Wand hin und die BKE. Damit zumindest am Anfang hier schon mal was überleben. So, ich lade jetzt erstmal alle von euch ein hier. Die müsst ihr dann annehmen. Ich weiß nicht mehr wie. Ach so, annehmen. Genau. Wie nehme ich eigentlich die Flasche immer raus? Also ich persönlich habe sie auf meiner Leiste ganz hinten. Shift links. Strider macht das ganz anders wie ich. Naja, ich mache es mit Shift links. So, warte. Brauche ich doch gar nicht da hinlegen. Bei mir steht Hunger. Hast du noch so Proteinriegel oder so? Nö, nichts. Also bevor jetzt jemand verhungert, angle ich gleich einen Fisch hoffentlich. Ohne dass mir das Seilchen reißt. Ich verstehe den kaum. Ich muss den da halt auf volle Pulle machen, du. Verstehst du mich jetzt besser? Ja. Gut, jetzt ist es auch direkt im Mund drin. Vielleicht ein bisschen zu viel. Jetzt bist du bei mir aber auch voll zu laut. Ja. Oh, so. Da beißen die Fische an. So. Wer guckt denn die ganze Zeit ohne Unterlass auf das Feuer? Nee. Weiß ich nicht. Ich habe da gerade mein Ding rausgenommen, mein Getränk. Okay, warte mal schnell. Sobald ich hier rausläufe, friere ich. Ja, du musst aufpassen. Sehr kalt. Sehr kalt am Anfang. Das heißt, ich muss hier stehen bleiben? Ja, ein bisschen. So,
So, ich habe soweit ich konnte geschmorfen. Jetzt mal gucken. Anhaken, einholen. Ach ja, schön, schön. Weiß an, weiß an. Man macht komische Geräusche. Ja, du wechselst deine Sachen. Nee, Luca. Dem ist langweilig. Dann soll er Holz hacken. Die Holz hacken. Mach dich nützlich. Geh erfrieren. Ja, so wie alle anderen Männer hier. Ja. Ich muss aber 5 Kilometer weit laufen, weil ich alles nicht mehr gehabt habe. Komm schon, beiß an. Da. Ich sehe doch, dass du dran nibbelst. Oh, das nenne ich einen Klang hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, warte mal. Eine Kleintierfalle. Ah, da fehlt mir noch Tauwerk. Moment. Jetzt beiß an. Ich habe nur noch so gekloppt, ey. Das kommt vom Holzhacken. Ja. Ja. Komm. So ein Fisch? Ich habe einen Fisch. Ich hoffe, es ist super. Ein großer. Na, wahrscheinlich ein kleiner. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe so weit, wie ich konnte, in Seemitte reingeworfen. Ich hab's die nicht kleinen gelernt. Fische dann als Köder benutzen? Nee, die lasse ich immer vergammeln. Also am Anfang nehmen wir die zum Essen. Ein kleiner. Na egal. Wer ist am Verhungern? Ich. Dann komm her. Ich hungere nicht, ich bin nur auf Diät. Also komm zurück, ich schmeiß den Fisch drauf und du darfst dann aber nicht aus dem Feuer rausgucken, weil sonst verbrennt dir nämlich der Fisch. Okay? Ja. Oh. Und wenn er fertig ist, runterholen und direkt essen. Es wird wieder hell. Können wir gleich wieder auf Jagd gehen. Ja. Yeah. Okay, okay. So, das war... Ich brauche Leinen. Noch so ein Würmchen. Oh. Hinter dir. Hinter mir das ist Metallschrott. Das Problem ist, ich brauche... Fasern. Wollen wir dann auch für die erste Folge Schluss machen heute? Ja. Ja, das können wir. Das können wir. Ja, das freut mich. Okay, gut. Dann sagen wir für die erste Folge sind wir schon mal durch. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.